Also das Ideenbüro ist da zum Streit klären, zum Ideen umsetzen, also für Kinder. Wir sind halt die Klasse, die das Ideenbüro jetzt gerade im Moment leitet bis zur Anfangssommerferien, dann wird es die zukünftige 5. Klasse übernehmen. Beim Ideenbüro ist nur wichtig, dass Kinder oft Kinder unterstützen und es ist halt oft so, dass die Ideenbüro-Kinder oft älter sind als die, die Trotschnitt machen, weil man hat 5., 6. Klasse hat man das Ideenbüro. Also wir haben das Ideenbüro bekommen, als wir in der 5. Klasse waren. Und dort haben wir es halt von der 6. Klasse bekommen, die dann halt vom Schulhaus weggegangen sind. Und jetzt sind wir auch in der 6. Klasse und jetzt gehen wir es an die nächste 5. Klasse, also die, die jetzt in der 4. Klasse sind. Und dann haben wir es 2 Jahre lang bei der nächsten Klasse. Die wissen halt auch noch nicht so viel darüber. Und wir haben von der letzten Klasse, die es hatten, haben wir auch zum Beispiel so Tipps bekommen, die wir halt gut haben können brauchen. Wir haben das alles eigentlich recht selbstständig gemacht, halt mit den Tipps von der vorherigen Klasse. Und dann ist ja auch noch Frau Gysin, die uns eigentlich sehr viel hilft. Wir haben auch zum Beispiel gelernt, wie man gut kommunizieren kann und Streit klären. Ich persönlich habe gelernt, dass wir auch, wenn wir Kinder sind, wir können trotzdem eigentlich gut Ideen umsetzen, halt auch mit der Hilfe der Erwachsenen. Als erstes wird die Idee vom Kind oder derjenigen Person, die die Idee hat, angelost. Dann wird entschieden, wie es weitergeht. Und meist gibt es dann noch eine zweite Sitzung und dann wird halt geschaut, was man alles machen muss, was man dafür braucht und was überhaupt nötig ist. Dann wird das noch mit einer Lehrperson besprochen, manchmal auch noch mit der Schulleitung. Und so wird dann geschaut, wie man das macht und am Schluss ist dann halt ein tolles Projekt. In den Streit setzen sich immer die Kinder mit denjenigen, die Streit haben, zusammen. Je nachdem werden sie dann auch noch kurz auseinander genutzt, um je nach die einzelne Situation zu hören. Und dann wird halt zusammen besprochen, was man denn macht und wie man es lösen kann. Also es sind Kinder, die das machen, manchmal braucht es eine Lehrperson, wenn es fest ausartet. Also am Anfang wird natürlich mit den Menschen, die das halt als Idee haben, besprochen und wird geschaut halt, wie man es umsetzen will. Denn die meistens die, die das dann umsetzen, nur mit der Frau Gysin redet, das ist die, die das alles leitet. Und dann, die man so schauen, dass dann meistens die Sachen organisieren und wir dann in die Klasse gehen und dann erzählen, was es alles noch gibt, was sie können machen. Also ein sehr großes Projekt eigentlich ist mal ein Sponsorenlauf. Und das hat eine Drittklässlerin, das ist eine Idee. Und das hat auch recht lange gebraucht zum Umsetzen. Aber am Schluss ist es dann gegangen. Und dann sind wir im St. Johannspark, sind wir einfach unten gelaufen. Und ich glaube, am Schluss hat es recht viel Geld dann gehabt. Also zuerst wird, wenn es noch, je nachdem, was für Sachen sind, wird zum Beispiel noch mit der Schulleitung gesprochen oder halt mit den Leuten, die es halt braucht. Zum Beispiel auch beim Sponsorenlauf haben sie auch jemanden gebraucht, der dann das Geld halt dort ane, sozusagen, ja, halt bringt. Und dann hat man noch das jetzt organisiert. Also, ich finde, Teamwork hat sehr viel mit dem Ideenbüro zu tun, dass man schneller ist. Wenn man in Schwierigkeiten ist, dass man halt sich einander helfen kann, den Streit zu klären. Weil halt, wenn man halt nicht zusammenarbeitet, kann es sein, dass man sehr vieles halt durcheinander bringt und dann am Schluss wird es sehr schwierig, die Idee umzusetzen. Und vielleicht hat man dann am Schluss noch mehr Probleme. Und Teamwork. Eigentlich hat man ja immer Teamwork eigentlich im Ideenbüro, auch weil wir arbeiten ja immer als eine Gruppe.
Schule wird mehr so, wie man sich als das Kind gewünscht hat, also wünschen wird. Und die Kinder dürfen dann halt auch die Projekte leiten, machen. Man wird ernst genommen wie und sie versuchen es auch so gut wie möglich umzusetzen. Einfach. Zum Beispiel Ganglandschaft haben sie jetzt gemacht, das ist auch mal ein Projekt von den Kindern. Und jetzt haben wir eine schöne Ganglandschaft, wo Kinder drauf spielen können. Ich finde das gut, dass auch Sachen, Projekte gemacht werden. Dann können die Kinder auch ein paar Bits mehr Freude an der Schule haben.